Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meiner Stempeltechnik-Reihe. Heute mit der Double Stamp Technik oder Second Generation Stamping. Diese Technik ist sogar noch einfacher als das, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Es geht nämlich hier nur darum, einen Stempel mehrfach abzustempeln, ohne ihn dabei wieder neu einzufärben. Das klingt jetzt nach keiner großartigen Technik. Ich will euch aber eine richtig coole Sache zeigen, wo das richtig schön aussieht. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Das zeige ich euch jetzt nämlich. Für meine heutige Technik habe ich mir verschiedene Grüntöne ausgesucht. Und zwar Dye Inks von Stampin' Up! Und Oxide Inks. Ich habe jetzt die Farben Bundle Sage, Moved Lawn, dann einmal Gartengrün, Olivgrün und Faungrün. Die habe ich mir ausgesucht und ich benutze ein Stempelset von Create a Smile und zwar heißt das Wildflowers. Um das Ganze hier vorzubereiten, habe ich mir schon mit Masking Tape, also mit einem nicht stark klebenden Papier, einen Kreis auf meine A6-Karte geklebt. Und jetzt beginnen wir sofort und ich fange an mit diesem Faungrün. Und ich färbe mir den Stempel einmal ein in diesem Faungrün. Und drücke ihn auf mein Papier. Und bevor ich ihn jetzt erneut in mein Stempelkissen drücke, drücke ich ihn nochmal auf das Papier. Das ist also schon die zweite Generation, daher Second Generation. Und es ist immer noch so viel Stempelfarbe dran, dass es immer noch ein schönes Motiv ergibt, beziehungsweise dass die Farbe einfach nur ein bisschen heller ist. Und ich mache das Ganze auch noch ein drittes Mal, indem ich das Ganze hier nochmal aufstemple, dann wird es nämlich ganz hell. Aber ihr seht, es gibt immer noch ein Stempelmotiv. Das heißt, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Somit kann ich auch mit einem Stempelkissen, was hier ein sehr dunkles Stempelkissen ist, viele verschiedene Abdrücke bekommen. Beziehungsweise verschiedene Farbnuancen bekommen. Ich muss also keine 10 verschiedenen Stempelkissen haben, sondern ich kann das Ganze auch mit der Second- oder Double-Stamp-Technik, Second Generation und sogar Third Generation aufhellen. So, und das mache ich jetzt noch mit anderen Stempelmotiven und mache das hier weiter um meinen Kreis drumherum. Ich zeige euch das jetzt noch einmal mit den Oxide Inks. Dazu nehme ich dieses hier. Und dann nehmen wir einmal Moved Lawn. Das funktioniert nämlich damit auch sehr gut. Ich drücke das einmal hier rauf. Erste Generation. Schöner, satter Abdruck. Zweite Generation. Und wir machen auch noch eine dritte Generation. Das ist dann sogar ganz, ganz hell nur noch. Also das funktioniert super gut. Gibt also, macht viel, viel mehr aus euren Stempelkissen. Ihr müsst also nicht verschiedene Abstufungen haben. Ihr könnt auch mit dieser Technik arbeiten. Ich fülle das jetzt einmal aus und dann zeige ich euch, was ich daraus dann noch basteln werde. Meine verschiedenen Generationen Stempel sind jetzt fertig. Ich ziehe mein
Masking Paper nun ab. Dazu benutze ich mal hier mein Picktool, um das bisschen anzulösen. Fertig ist meine Karte mit der Second Generation Stamp Technik. Ihr seht, das Stempeln ist hier wirklich ganz einfach und ich finde es gerade mit so floralen Mustern oder so Naturmustern sehr, sehr schön, weil dann der Effekt entsteht, dass eben Pflanzen weiter im Vordergrund sind und andere weiter im Hintergrund und natürlich die verschiedenen Schattierungen oder Abstufungen einer Farbe, die dadurch entstehen. Mir gefällt die Technik super gut. Die ist ganz easy, man kann sie immer wieder verwenden. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel. Und zwar möchte ich euch eins meiner allerersten Mini-Alben zeigen. Das habe ich schon einmal in einem Video getan, deshalb gehe ich jetzt darauf überhaupt gar nicht ein. Ich will euch aber nur diese Seite hier zeigen. Und zwar habe ich hier auch mit der Second Generation Stamp Technik gearbeitet, habe die vorderen Blumen eben in einem ganz starken Schwarz gestempelt und im Hintergrund einfach den Stempel nochmal auf das Papier gedrückt. Und so sieht es eben aus, als ob die kleine Alice in einem Meer von Blumen steht, im Vordergrund eben die dunklen und ganz hinten immer verblassendere Blumen mit derselben Technik gestempelt. Also eine ganz einfache Sache. Eine weitere coole Sache, wofür ihr die Second Generation Stamp Technik verwenden könnt, ist, wenn ihr hier solche Stempel habt, die man eben mehrfach aufstempeln muss. Das heißt also übereinander stempeln, damit dann letztendlich das Motiv entsteht. Ich habe hier jetzt mal ein Set mit dem hübschen Rentier und das ist von Hobby Solution und heißt einfach nur Reindeer. Die Stempel habe ich mir hier schon einmal rausgemacht. Das sind eben zweimal dieser Hirsch und dann noch einmal die Schnute. Und das stempel ich jetzt auf. Ihr braucht dazu noch ein Schmierblatt. Das habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Und zwar stempel ich zuerst den hellsten Ton, das heißt das, was ganz unten sein soll. Ich habe hier Espresso von Stampin' Up und färbe mir meinen Stempel einmal gut damit ein und drücke die erste Generation auf das Schmierblatt, drücke die zweite Generation auf das Schmierblatt und verwende jetzt nur die dritte Generation. Das heißt, ich drücke mir den leichtesten Stempelabdruck einmal hier auf und nehme mir jetzt den zweiten Schritt und drücke ihn wieder in mein Stempelkissen. Und auch jetzt die erste Generation stempel ich mir einmal ab. Und jetzt möchte ich die zweite Generation aufstempeln. So. Habe hier also jetzt den etwas dunkleren Abdruck obendrauf. Und als letztes nehme ich mir hier die Augen und die Nase und gehe wieder in mein Stempelkissen. Und jetzt stempel ich nicht ab, sondern verwende es direkt und stempel das auf. Und wie ihr seht, ist das super cool. Ich habe nur ein einziges Stempelkissen verwendet. Also ihr braucht gar nicht mehrere Brauntöne, sondern ich habe nur ein einziges Stempelkissen verwendet und kann damit auch diese Bilderstamps oder die, die man eben so übereinander stempelt, aufstempeln. Das ist mein zweiter Tipp, wie ihr die Second Generation oder Double Stamp Technik verwenden könnt.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, meine Stempeltechnik hat euch gefallen. Ihr probiert das auch mal aus. Zeigt mir doch eure Ergebnisse auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da verlinkt und dann schreibe ich euch auch gerne einen Kommentar. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.